Ja, ich glaube, dann fange ich an. Ich erzähle euch heute hoffentlich kurz und knackig was zu Pattern Matching. Erstmal, was es überhaupt ist und wie es genau funktioniert, damit ihr eine Idee habt. Und danach eigentlich, warum ich das überhaupt haben will, was daran so toll ist. Und dann ist der Vortrag auch schon vorbei, beziehungsweise ihr könnt Fragen stellen. Das ist, mal sehen. Genau. Am Anfang haben wir erstmal ganz normales Assignment und ihr braucht den rechten Kram gar nicht lesen, das sind meine Notizen. Ich bin nicht so super vorbereitet und weiß alles auswendig oder habe mir Karten gemacht, deswegen steht es da rechts. Interessant ist nur, was ich an links reinschreibe, also für euch zur Info. Assignment kennt ihr quasi aus jeder anderen Sprache, also wenn ihr irgendwie programmieren könnt, Assignment ist eigentlich super vorhanden. Das funktioniert natürlich auch in dieser tollen Sprache, in der REPL, die ich hier links habe. Also ne, x ist gleich 2 und ist nicht besonders spannend. In den allermeisten Sprachen habt ihr dann irgendwas ein bisschen fancieres, dieses Multi-Assignment oder so, oder Multiple Return Values, und jede Sprache nennt es so ein bisschen anders. Aber vom Prinzip her, ich schmeiße links oder beziehungsweise ich schmeiße rechts am Assignment meine Variablen rein oder meine Werte rein, schreibe links ein paar Variablen hin und dann assignt er mir den ersten Wert in die erste Variable, den zweiten Wert in die zweite Variable und ich kann das ganze bequemer benutzen. Danke, dass du lachst, das ist nicht besonders spannend. Bisher keine große Überraschung. Was für eine Sprache ist das? Es ist Elixir. Ich habe hier was vorbereitet. Das wollte ich gar nicht, danke. Zum Beispiel, das funktioniert auch in Perl so, auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Und der Unterschied ist vor allem eigentlich syntaktischer Natur, inhaltlich ist genau das Gleiche. Ich habe hier meine zwei Variablen, denen weise ich zwei Werte zu und der differenziert mir das Ganze, dass ich in 1 die 1 stehen habe und in 2 die 2. Wo kommt das Prozent damit her? Keine Newline. Das heißt, ich könnte da jetzt nochmal so einen... Zufrieden? Ruby genau das gleiche, mit noch geilerem syntaktischen Zucker, mit weniger Symbolen, aber die Idee ist, es passiert eigentlich nicht richtig viel. Pattern Matching ist jetzt sowas wie Assignment++, also ein bisschen aufgebohrt. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich hier ein weiteres Beispiel mal rein copy und paste, habe ich jetzt irgendwie verschachtelte Arrays, oder genauer genommen verschachtelte Listen in dieser Sprache, aber ist eigentlich egal. X ist jetzt natürlich meine 5 und mein Z wäre jetzt meine 7. Das heißt, es ist einfach so, von der Idee ist Pattern Matching einfach so viel mehr aufgebohrtes Assignment, weil ich beliebig tief in die Werte reingehen kann und anhand ihrer Struktur meine Variablen rausziehe. Das Ganze funktioniert auch mit Hashes oder Dictionaries oder Maps oder wie auch immer die ganzen Sachen heißen. In Yay steht es Yay. Und das kann ich also auch beliebig tief schachteln, wie ihr an diesem abstrusen Beispiel hier unten seht. Das funktioniert. Wenn ich den, das Problem ist diese beknackte Newline. So, mal sehen, ob ich das sinnvoll gepastet bekomme. Na. Okay, ihr glaubt mir das jetzt einfach, weil, ja, das hängt ja an der Newline auf, aber ich habe das immer tatsächlich ausprobiert und dann kann ich mir auch irgendwie dieses Starb hier rausziehen und dann ist die lokale Variable eben einfach mein WTF offensichtlich. Da passiert nicht so sonderlich viel. Das Ganze funktioniert auch für Strings, weil Strings nichts anderes sind als Charakterlisten, das kann ich hier auch schön beweisen. Und mein Path ist jetzt, der Rest von dem Teil, der nicht mehr... Also nicht der Slash, den ich jetzt quasi damit vorne abgeschnitten habe. Das ist so erstmal rein die Syntax. Die ist jetzt in diesem konkreten Fall Elixir-spezifisch, aber das Konzept ist überall das gleiche. Ich schmeiße rechts auf dem Ist-Gleich irgendwelche Werte rein. Die müssen alle voll definiert sein. Dann habe ich in der Mitte mein Ist-Gleich und auf der linken Seite schreibe ich irgendwelche Variablen oder das erwartete Format rein. Und da, wo ich gerne Werte rausziehen wollte oder möchte, schreibe ich eben einen Variablennamen rein, der dann diesen Wert zugewiesen bekommt. Das ist erstmal die Syntax. Soweit erstmal halbwegs klar, so die grobe Idee Assignment bloß viel geiler und viel mehr und mächtiger ist angekommen. Okay, ich kriege keine Antwort, ich nehme es als ja. Genau,
Dann ist die nächste Frage, wozu will ich das eigentlich machen? Also ist ganz nett und ist ganz hübscher syntaktischer Zucker bisher, aber Ruby hat ja auch irgendwie bla.dig und dann kann ich da auch Werte reinmachen, warum will ich eigentlich das Pattern Matching haben? Das Gute ist, ich kann damit auch gleichzeitig einen Assert und eine Validierung ausführen. Zum Beispiel, wenn ich das hier mache, kriege ich eine Match-Error, weil er versucht jetzt false, was ein Wert ist, auf true zu matchen, was keine Variable mehr ist, also, sondern einfach in dieser Sprache ein reserviertes Wort. Und dann dachte ich mir, nee, ne? Also was ich in anderen Sprachen mit irgendwie einem Assert mache oder so irgendwas, kriege ich hier einfach quasi frei Haus geschenkt. Das funktioniert auch mit Funktionen, zum Beispiel, wenn ich mir hier eine tolle Funktion definiere, die mir einfach immer false zurückgibt und versuche sie auszuführen erstmal, kommt false raus, nicht sonderlich spannend. Und auch hier kriege ich meinen Match-Error. Das heißt, so diese Beispiele sind relativ trivial und uninteressant. Aber behalte das im Hinterkopf, weil ich habe gleich noch weitere Beispiele, wo es dann irgendwie interessanter wird, was der eigentliche Anwendungszweck da hinten dran ist. Aber so in dieser unglaublich grundlegenden Funktion oder Schreibweise ist es erstmal wie ein normales, stinknormales Assert. Certi? Wenn du jetzt das True in deinem letzten Statement zum False machen würdest, würde das funktionieren? Du meinst, die Frage war, wenn ich mein False auf ein True ändere in der Funktion, würde es dann funktionieren? Oder andersrum, also wenn du quasi something in True in False assigns. Du meinst, ich mache das hier? Zum Beispiel, ja. Also ich kann auch kurz die Funktion ändern und das hier auf True und dann... Ja, das funktioniert. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo das Äquivalent zu einem Assert-Plagat ist. Okay, die Frage war... Es fehlt halt, wenn du etwas in den Keyword assignst, ja. Genau. Also das würde ja in jeder anderen Sprache auch ein Syntax-Error sein. Beziehungsweise andersrum, wie kannst du etwas assorten, was kein Keyword ist? Die Frage war, wie kann ich denn etwas asserten, wenn es kein Keyword ist? Wenn es kein Keyword ist, weil ich auch in anderen Sprachen Keywords als Reserved Words nicht irgendwelche Werte zuweisen kann. Das funktioniert, indem ich es, ich zeige es einfach kurz. Ich lege mir erstmal irgendeine Variable an und wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach ASD reinschreiben würde, würde die Sprache einfach den Wert in ASD überschreiben, weil die Sprache erlaubt, Variablennamen wiederzuverwenden. Das ist hier nicht gefixt. Das ist aber eine reine Sprachentscheidung. Also könnte auch anders sein, dann würde es einfach klatschen. Dafür gibt es in LXC den sogenannten PIN-Operator, der jetzt einfach die Variable festnagelt und Überschreiben quasi verbietet. Und dann kriege ich hier meinen Match-Error, weil ASD eben nicht true ist. Okay. Die eine aussagekräftige Fehlermeldung, aber ja. Man gewöhnt sich dran. Ja, die Frage war, und die Aussage war, es ist keine sehr aussagekräftige Fehlermeldung, das stimmt. Wenn man eine Weile mit der Sprache gearbeitet hat und hat so einen Match-Error, weil es in der Sprache die ganze Zeit verwendet wird, gewöhnt man sich irgendwann dran, vor allem man hat auch einen Stack-Trace. Das heißt, das gleichzeitig ist sowohl Matching als auch Assignment, in dem Fall. Die Frage war, ist das Gleichzeichen sowohl Matching als auch Assignment? Die Antwort ist ja. Dazu kommen gleich noch weitere Beispiele. Könnt ihr bitte langsamer denken. Ich mach mal weiter. Ne? So, das hier ist das relativ langweilig und der Code wird nicht funktionieren, weil ich die HTTP-Funktion nicht definiert habe. Aber der Gedanke ist klar. Ne? Ich habe sowohl mein Assignment als auch mein Matching. Das heißt, ich ziehe hier jetzt erstmal nur Werte raus. Und die würden dann in Status-Code, Body und Header und so weiter reingeschrieben werden. Das ist nicht besonders spannend. Das nächste Beispiel ist dann schon ein bisschen fescher. Moment, ich mache euch das kurz groß. Bläh. Case Statement kennt ihr aus jeder anderen Sprache. Ich gehe einfach so lange von oben nach unten durch, bis ich irgendwas finde, was passt. Aber jedes Mal wird Pattern Matching gemacht. Und was das Nette ist, ist durch die Kombination sowohl Assert als auch Variablen-Assignment habe ich jetzt eine relativ attraktive Möglichkeit, meine erstmal zu gucken, welchen Fall habe ich eigentlich, hat der HTTP-Call funktioniert, ist fehlgeschlagen und gleichzeitig auch die Inhalte herauszuziehen, die mich eigentlich interessieren. Also nehmen wir mal an, der HTTP-Call macht irgendwas und gibt mir irgendwas zurück, ist erstmal nicht so wichtig. Als ersten Wert schreibe ich hier ein Atom rein, was im Zweifel als Konstante gesehen werden kann oder es könnte auch ein String sein oder sonst irgendwas. Das Wichtige ist einfach nur, ich erwarte, dass im ersten Teil erstmal ein OK steht.
wenn ich kein OK zurückbekomme von der HTTP-Funktion, dann wird dieser Case gar nicht ausgeführt. Dann geht es mit Error weiter und so weiter. Der zweite Teil ist wieder ein Variablenname. Das heißt, dann wäre die Antwort direkt in SumResponse drin und ich könnte direkt angenehm weiterverarbeiten. Habe ich es hier nicht gemacht, aber ist nicht so wichtig. Error genau das gleiche. Angenommen, ich habe vorne irgendwie einen Error drin stehen, dann weiß ich, ich habe vielleicht irgendwie eine bestimmte Struktur und kriege hier einen tollen Error raus und kann dem irgendwie handeln oder anzeigen. Und hier unten ist ein Catch-All-Fall. Das ist, kennt ihr aus anderen Sprachen in der Regel als Default oder ja, eigentlich nur als Default. Und oder else oder so. Und das wäre dann der Standardfall, wenn ich irgendein Format bekomme, mit dem ich nichts anfangen kann. Ups. Von der Idee her ist das Ganze auch auf Funktionen anwendbar. Moment, ich mache es euch wieder groß. Okay, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs lesen. Von der Idee ist diese Funktion genau das gleiche wie ein Case-Statement. Und da ich in einer funktionalen Sprache bin, ist es relativ angenehm, die Funktion so zu schreiben, weil ich kann direkt die Signatur lesen und direkt in der Dokumentation sehen, was für Parameter sie frisst und wie sie sich verhält. Für dieses Beispiel hier ist es, stellt euch sowas wie ein Access-Management vor. So, ich würde gerne Informationen über, sagen wir, Rami wissen und ich bin das der Xen. Was kriege ich da raus? Darf ich das überhaupt lesen? Dadurch, dass ich Variablen durch Pattern Matching mehrmals assignen kann, an die gleiche Stelle schreiben kann, kriege ich hier quasi nur Informationen, wenn ich Informationen über mich selbst abfragen möchte. Also die ID hier, angenommen ist 5, dann muss sie hier auch 5 sein, damit das überhaupt matcht. Ansonsten würde diese Funktion gar nicht ausgeführt werden. Die Alternative ist, ich habe zum Beispiel in meinem zweiten User-Objekt oder so irgendwas noch eine Permission drin, wo ich Admin bin, dann würde ich zum Beispiel auch alles rausbekommen. Oder ich bin irgendjemand anders, das ist dann der dritte Fall, der hier, dann kriege ich nur wenig Informationen beispielsweise. Was ich hier jetzt effektiv mache, ist meine Funktionsdefinition mit Pattern Matching dazu benutzen, was in anderen Sprachen in der Regel ein Case Statement oder If wäre. Das ist ein Anwendungszweck. Eine andere Möglichkeit ist, damit Default-Werte zu setzen, indem ich erstmal schaue, was kriege ich rein und je nachdem, welche Werte ich habe, wenn schon meine Defaults irgendwie erfüllt, dann sage ich, okay, tschüss, das wäre jetzt hier dieser erste Fall, also meine URL ist schon HTTPS, dann mach einfach und schick weiter weg. Der andere Fall ist, wenn meine URL irgendwie ein Pfad ist, und damit relativ, dann erwarte ich erstmal, dass sie mit einem Slash anfängt und dann klebe ich da einfach mal ein schönes HTTPS vorne dran und sage auch Tschüss. Der Trick ist jetzt, ich setze hier sowohl ein Default, indem ich eben sage, alle Pfade gehen zum nnev.de, aber ich weise auch gleichzeitig mit meinen, durch diesen Assert zurück, wenn ich zum Beispiel eine HTTP-URL bekomme, die würde diese Funktion überhaupt nicht annehmen. Ich sehe anhand eurer Gesichter, dass es jetzt langsam in den Teil reinkommt, wo es ein bisschen schwierig wird, diese verschiedenen Konzepte auf einmal zu verknüpfen. Zeitlich reicht es leider nicht, ihr könnt mich danach gerne zu irgendwen fragen, aber merkt euch einfach so, ich habe jetzt hier in der Funktionsdefinition verknüpft mein Assert, dass ich nur bestimmte Werte erlaube. Andererseits gebe ich ihm auch durch die verschiedenen Patterns, die ich in die Funktion reingebe, gleichzeitig ein If mit und kann die ganzen Sachen unterschiedlich handhaben, je nachdem, was ich für Werte bekomme. Und alle, die nicht erfüllt sind, fliegen direkt raus. Ich kann die Folie nachher online stellen und immer wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wie das funktioniert, denkt euch einfach, es ist ein Case-Statement. Weil von der Idee her funktioniert es eigentlich fast genauso. Und solange ich keine Catch-All-Funktion schreibe, habe ich quasi ein Case-Statement, wo ich ein Race oder einen Die oder irgendwie sowas ins Default schreibe. Das heißt, das oben in der ersten Zeile nach Definition, also die
Ja, du meinst diese Zeile hier? Genau, das ist bloß die Definition. Oder? Genau, die erste Zeile ist nur die Definition, wie die Variablennamen eigentlich heißen. Was relativ praktisch ist, wenn du unten super fancy Advanced Pattern Matching machst, dass du oben kurz gesagt bekommst, was ist eigentlich der Parameter, den du erwartest, in relativ menschenlesbar. Das ist nicht notwendig. Ich kann die Zeile auch auskommentieren und diese Funktion würde genauso kompilieren oder funktionieren. Das ist wirklich nur für Dokumentation und für den Leser. Wenn du das jetzt auskommentierst, dann und, es fängt weder mit HTTPS noch mit. Genau, dann kriege ich meinen Match Error. Oder das, auch wenn es da bleibt. Also wenn es nicht auskommt. Du meinst diese erste Funktion hier oben? Ja, dann müsste auch die oberste Selection. Nee, weil sie hat keinen Body. Ja. Also ich müsste hier irgendwie sowas machen, dann wäre es irgendwie ein Catch-All und die unteren würden nie ausgeführt werden. Aber da sie keinen Body hat, das ist reine Syntax der Sprache, das ist die reine Sprachdefinition und eben für die Dokumentation, wie die ja, Funktion verwendet werden soll. Richtig, wie ein Case-Statement. Die Frage war, ob die Reihenfolge wichtig ist und die Antwort ist ja, sie ist es, weil sonst wird, also wenn ich zum Beispiel das hier machen würde, dann ist das hier unten unreachable. Also alles unter dieser Zeile, weil alles matcht auf die erste Funktion, alles. Okay, ich versuche es nicht zu fixen. Unter der Haube funktioniert das Ganze letztendlich super simpel. Ich schmeiße meinen Compiler auf das Problem drauf, er konvertiert es literally in ein Case-Statement und fragt dann irgendwie ab, ist der erste Teil, ist es true? Wenn ja, dann guck mal weiter, ob es noch matcht. Ist der zweite Teil bla und wenn ja, dann assigne und so weiter. Da passiert nicht richtig viel. Es gibt natürlich wieder zig Algorithmen, wie man das Ganze machen kann und da gibt es auch etliche wissenschaftliche Paper zu, welcher Algorithmus jetzt den besseren Raum, das bessere Kompilat erzeugt, das effizienter funktioniert im Allgemeinen, weil, ja, wir denken an das Beispiel von ganz am Anfang, kann relativ viel werden. Okay, ich würde eigentlich gerne diesen Link groß machen, der mag gerade nicht. Egal, ich zeige euch den Link später. Wenn ihr euch irgendwie weiter informieren wollt, kann ich diesen Stack Overflow Post relativ gut zu empfehlen. Da sind einige Links zu Papern drin, es sind Buchempfehlungen drin und auch einige Beispiele, die dann genau das zeigen, was ich kurz abgekürzt habe mit unter der Haube. So ein einfachen Beispiel, wie sieht es dann eigentlich ungefähr im Code aus und das ist das Ganze relativ lesbar. Genau. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und ich habe hoffentlich nicht zu viele Leute abgehängt. Im Zweifel nehme ich jetzt noch Fragen entgegen, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du am Anfang hattest du diese riesige verschachtelte Listen-Map-Struktur. Richtig. Und hast die dann auf eine genauso verschachtelte Listen-Map-Struktur abgebildet. Also, assigned. Ja. Kann ich jetzt da so Wildcards haben, dass ich sagen kann, dieser ganze Unterbaum, das Ding interessiert mich nicht, ich will eigentlich nur an diesen einen Wert, der an der Stelle liegt. Use Case, ich kriege irgendwo aus einer API so ein langes JSON-Ding, was ja irgendwie genauso aussieht, und ich will eigentlich nur diesen einen Wert daraus. Mhm. Die Frage war, wenn ich habe hier so ein relativ komplexes Matching und matche das ungefähr 1:1, kann ich auch einfach nur den einen bestimmten Teil rausziehen, der mich interessiert. Für zum Beispiel Anwendungsfall, irgendein so ein Gumble Web Service gibt mir ein 2 Megabyte JSON, aber ich hätte gerne nur die 1-3 Byte irgendwo am Anfang. Die Antwort ist, ja, das geht. Ich kann Variablen wegwerfen, was in dieser Sprache klassischerweise mit dem Unterstrich funktioniert. Zum Beispiel kann ich sagen, es ist mir völlig egal, was in Doing drin steht. Und ich kann es beschreiben, wenn ich möchte, muss ich aber nicht. Aber ich muss aktiv wegwerfen, ich kann nicht sagen, der Rest ist mir egal. Ist es auch möglich, einfach das zu ignorieren und es gar nicht zu matchen, dann könnte im Blob noch irgendwas drinstehen. Das funktioniert auch ungefähr so mit Listen, nicht komplett, weil du kannst nicht am Anfang
beliebig viel wegschmeißen, dann in der Mitte der Liste irgendein Element nehmen und am Ende wieder beliebig viel. Weil dann weiß der Compiler nicht mehr, welches Element willst du eigentlich haben. Dann musst du da quasi eine Anzahl angeben und dann wird es relativ unhübsch. Aber gerade bei Maps, Hashes oder Dictionaries oder so irgendwas, ich kann einfach Einträge, die zwar auf der rechten Seite stehen, mich aber links gar nicht interessieren, ignoriere ich einfach. Das funktioniert. Alles, was irgendwie eine Ordnung hat, wie zum Beispiel eben Tuppel oder Listen, da wird es dann schwieriger, Sachen einfach zu ignorieren. Bei diesem String-Matching, das du gezeigt hast, kann ich da noch konkatenieren bzw. auf Konkatenation prüfen oder sind die Sprachdesigner von Elixir wagemutig genug, einem da Regex in die Hand zu geben oder sowas? Ich habe die Frage noch nicht verstanden. Du hast vorhin so zum Beispiel bei diesem Absolutify, hast du gematcht, ob HTTPS vorne dran steht und dann den Rest und mit Slash vorne dran. Kannst du nur so konkatenieren, also hast du nur diesen Diamond Operator oder kannst du da auch Regex sprechen oder String splitten oder was zur Hölle? Okay, die Frage war, wie stark aufbohren kann ich Pattern Matching auf Strings? Kann ich zum Beispiel auch Regex in Pattern Matching verwenden? Erstmal, ich kann es noch ein bisschen aufbohren, bevor ich jetzt zu Regex komme. Ich kann hier so Späße machen wie, also zum Beispiel sowas wie, das würde nicht funktionieren. Kriege ich es größer? Okay, sorry, ich krieg's nicht größer. Warte, sorry, ich kann es kopieren. So, das würde zum Beispiel nicht funktionieren, weil vorne der String wieder eine beliebige Länge hat, dann ist irgendwie ein Slash in der Mitte und das Ganze dann rechts und dann musst du irgendwie das durchgehen und bla, das ist irgendwie... Das würde auch nicht funktionieren, wenn in dem String nur ein Slash drin ist. Das würde auch da nicht funktionieren, weil das Ganze allgemein gelöst werden muss und nicht nur für bestimmte Edge-Cases. Sonst hättest du manchmal einen Match-Error und manchmal, also weird. Ja, schon. Moment. Es gibt hier eine Syntax, die weiß ich aber nicht auswendig, weil sie relativ unüblich ist, wo ich am Anfang die Länge des Strings definieren kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, genau das hier ist irgendwie mein Ding, das ist 5 Charaktere lang und das ist irgendwie so eine Syntax, die ist auf jeden Fall falsch, dann würde das funktionieren. Das Limit von diesen ganzen Funktionen, die da ist, es muss sichergestellt sein, dass sie keinen Speicher allokieren. Das ist erstmal nicht ein Limit von Pattern Matching per se, sondern ein Implementationsdetail, weil du willst dieses Pattern Matching relativ stark optimieren können und dir relativ sicher sein, dass es nicht zu viele Speise macht. Das heißt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Regex nicht mit drin und die Primitiven, auf die du das quasi reduzieren kannst, unterstützen das Ganze auch nicht. Wenn du einen super speziellen Regex hast, den du auch auf irgendwelchen einfachen Primitiven machen kannst, wie Stringlänge oder so irgendwas, dann geht es natürlich wieder, aber allgemeiner Regex-Support ist nicht vorhanden. Das gilt auch für andere Sachen. Du kannst irgendwie nicht einen HTTP-Call im Pattern-Matching machen und gucken, um die zu vergleichen. Das ist aber so wie ich es verstanden habe, mehr so eine Sprachlimitation oder Compiler-Implementationsdetail, weil sonst müsstest du halt HTTP-Calls und Funktionsaufrufe machen, du hast Nebeneffekte und das will man alles irgendwie nicht haben. Das ist so dieses Limit, was sie sich gesetzt haben, weil es sonst zu komplex würde. Vermute ich. Weitere Fragen? Wie viele Fragen hast du noch, Rami? Die letzte von mir, glaube ich. Hoffentlich. Fallen dir andere Sprachen ein, die mächtiges Pattern-Matching haben? Quasi die Frage war, welche anderen Sprachen mir einfallen, die mächtiges Pattern-Matching haben. Die Antwort ist dazu, quasi jede funktionale Sprache implementiert es. Und das sind irgendwie auch die einzigen Sprachen, die es implementieren. Also aus dem Stand Erlang, weil Elixir ist einfach nur ein Erlang-Dialekt, beziehungsweise kompiliert auf die Beam-VM, die Erlang antreibt. Du hast Scala, das ist läuft auf der JVM. Bestimmt Clojure, ich nagel mich ja nicht drauf fest. Also quasi jede funktionale Sprache, die du findest, hat auch Pattern-Matching in irgendeiner Art und Weise. Zumindest alle Platzhirsche, die mir aus dem Stand einfallen. Also Rust hat irgendwie so ein Konzept, das ich nie kapiert habe, als ich versucht habe, Rust zu lernen. Und das sieht auch so... Ja, das ist ziemlich exakt. Ja. Okay, das Publikum merkt an, dass Rust offenbar auch sowas hat. Letzte Frage vielleicht? Nee, das war keine Frage. Ich würde ein bisschen vorstellen, dass so Rust, Julia, Haskell... Ja, also Julia, Haskell, Rust, offenbar alle Sprachen, die halb funktional angehaucht sind, haben dieses Feature. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann nochmal vielen Dank und genießt den Rest des Abends.